So, dann herzlich willkommen zum Live-Trading bzw. Analyse-Service von JFD Brokers. Heute am Samstag habe ich erst einmal den Nasdaq mitgebracht und der DAX. Die anderen Indizes werden höchstwahrscheinlich dann sonntags oder heute Abend noch folgen. Aber zunächst habe ich eben hier den Nasdaq 100 mitgebracht. Lief ja kein akutes Setup oder kein aktuelles Setup, kein Trading Setup, sondern ich habe hier letzte Woche schon immer hier auf das Gap hingewiesen, wer die Videos gesehen hat, und es lag eben bei 4270 bzw. halt 65 oder 68 hier einfach herum. Diese Marke hat jetzt der Nasdaq gestern leider halt im Schlusshandel, in den Schlussminuten erreicht und hat natürlich dadurch eine sehr negative Wochenkerze hingelegt, die einem natürlich nicht gefällt. Aber eben nochmal um diese Wichtigkeit auf diese Marke als wichtig einzustufen zu können, liegt nämlich auch noch ein Fibonacci Retracement hier drauf. Zudem kann man eigentlich auch ja in diesem Bereich definitiv einen horizontalen Widerstandsbereich ausmachen. Also, es sind auch hier noch keine richtigen Prognosepfeile drin. Wenn sich das Bild, sage ich mal, über Nacht, also am, ja, wenn jetzt China und die Asiaten wieder am Montag handeln, kann sich das Bild komplett umdrehen. Also nicht so umdrehen in dem Sinne, dass hier die Mega-Erholung dann stattfindet, sondern eben umdrehen, dass es hier gar keinen Halt gibt und dass wir wahrscheinlich sogar auf das nächste Gap dann runterrauschen. Aber bislang, wenn jetzt hier wirklich kein komplettes Chaos herrscht, ja, kann man in den unteren Zeitebenen ab einer Stunde aufwärts bzw. auch 15 Minuten aufwärts dann die Long-Signale definitiv handeln. Und es könnte sich hier ein belastbares Tief ausbilden. Das ist jetzt hier erstmal meine These. Es könnte, muss natürlich nicht. Weil wenn wir am Montag 20 oder 50 Punkte Gapdown haben, dann kann hier zwar noch, ja, noch ein Tageswiderstand bei 4240 Punkten womöglich noch halten, aber dann sehe ich es doch relativ, ja, den Index schnell nochmals 100 Punkte runterrauschen. Kommen wir hier zu den Big Playern der Branche. Hier habe ich die Chartbilder noch nicht komplett analysiert, die waren oder noch aktualisiert. Die sind alle noch von Mitte Dezember eher aus. Hier sieht man eben noch eine Facebook, die kam hier bei 107 absolut nicht drüber und ist eben in dieser Woche, dann in der Anfangswoche, auf dieses Unterstützungsniveau, wo ich das eigentlich schon eher noch letztes Jahr gesehen hätte, gerne die Aktie, dass sich dann dort eine neue Aufwärtsbewegung fortsetzen könnte. Hier ist natürlich noch ein bisschen Platz, aber auch hier wäre es definitiv einer der Aktien, die den Index dann nach oben treiben könnten. Microsoft habe ich auch am Freitag noch eine Analyse auf den God Mode veröffentlicht. Ja, hier ist zwar leicht hier der Kurs in das Gap reingeschritten, zwischendrin sah es wirklich höchstwahrscheinlich durch Meldungen auch, ist die Aktie nach oben getrieben worden und sah bei meiner Analyse, stand sie noch, ja, deutlich höher. Und hier kann man eben auch noch sagen, dass wenn das eben nicht hält, das Unterstützungsband eben knapp darunter, unter 52 US-Dollar, ja, dann könnte es dann hier schon wirklich durchrauschen und das Gap bzw. hier an die alten Hochs halt laufen, das wären ca. 2 Dollar. Aber hier ist eben auch möglich, dass das Unterstützungsband eben hält.
bei der Amazon-Aktie. Liegt hier noch ein Gap 20 oder 10 Dollar weiter tiefer. Wie gesagt, hier habe ich das Chartbild nicht aktualisiert noch. Ist hier aber auch einen Aufwärtstrend gebrochen. Aber ja, sehe ich jetzt auch noch nicht vollkommen pessimistisch oder wie manche andere, die nur noch von Crash-Szenarien sprechen. Die Google-Aktie, ja, hier, diese Aktie könnte dann wirklich noch den Index weiter nach unten treiben. Da bin ich jetzt hier, ja, ist eigentlich im Niemandsland großartig angekommen. Hier konnte die Aktie den Rücklauf positiv gestalten, hat hier ein neues Hoch noch gemacht. Seitdem befindet sich halt in der Abwärtsbewegung. Ja, die sicherlich auch noch bis 680 laufen könnte. Ein Big Player im Dow Jones liegt noch im Unterstützungsbereich. Aber auch hier noch eine negative Woche. Dann würde sich hier das untere Kursziel aktivieren. Auch hier, ja, wäre kurzer Absack, oder auch wenn es jetzt hier unten ist, nicht, wenn das Chartbild sieht sowieso nicht so besonders aus, aber auch hier sehe ich richtige Crash-Gefahr nicht. Zur Apple-Aktie, da hatten wir einen Minus-Trade. Dieses Setup war noch eben von, ja, von, als ich, ja, von Anfang Dezember hätte es hier schön in das Dreieck laufen sollen und hier eben den Ausbruch vollziehen sollen, kam aber eben nicht dazu. Und im Prinzip wirklich mit der auf Schlusskursbasis mit der Vorsicht Long Marke kam dann ein Abverkauf von über 15-20% fast. Ich werde dann für Dow Jones und DAX dann ein extra Video noch drehen. Danke fürs Zuhören und bis später.